Hallo und herzlich willkommen zum Tanzkörpertraining. Diesmal mit einer 30-minütigen Yin-Yoga-Sequenz, die bei Ischias-Beschwerden und Rückenbeschwerden unterstützend wirken kann. Die Folge ist geeignet für Schwangere. Ich bin hier selbst schwanger im 6. Monat. Komm im Sitzen an. Setz gegebenenfalls den Po ein bisschen höher auf eine Decke oder einen Block, sodass die Knie noch leichter nach außen und unten sinken können. Leg den linken Fuß dabei vor den rechten, sodass der linke Fuß etwas weiter von dir weg liegt als der rechte. Eine Einatmung trägt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend lass sie vor deinem Herzen ankommen. Dreimal lass hier den Atem durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder ausströmen, in deinem Tempo. Nach deiner dritten Wiederholung lass die Hände wieder sinken, schau nach rechts raus, bring die rechte Hand zum Boden. Die linke Hand fließt über. Schau mal, wie weit oben oder unten der Arm heute sein möchte, sodass du eine Dehnung in der linken Seite spürst, da aber noch tief reinatmen kannst. Nun bleib hier ein paar ganz lange Atemzüge. Atme zwischen die Rippen in der linken Seite und in den Taillenbereich. Wenn du magst, kannst du so kleine Mini-Bewegungen zulassen, indem deine obere Schulter sich ein ganz kleines bisschen nach vorn und dann wieder ein bisschen nach hinten verlagert. Nimm wahr, wie die Dehnung sich dabei verschiebt in andere Muskelschichten und Bereiche. Mit einer der nächsten Ausatmungen bring auch die linke Hand wieder zum Boden. Lass die linke Beckenseite sinken und atme ganz lang und tief dorthin, wo du gerade die Dehnung spürst. Egal, ob das in der Außenseite vom Oberschenkel oder vom Po ist oder vielleicht in der linken Rückenseite. Wenn du magst, kannst du mit der Einatmung so ein kleines bisschen mehr in den Boden reinschieben, als wolltest du den wegstemmen, ohne dass du dich hier großartig bewegst. Bau da so eine leichte Spannung auf und lass die mit jeder Ausatmung wieder weich werden und schmelzen. Schau, ob du dabei eine Veränderung spürst in der Dehnung der linken Rückenseite. Wenn ja, sende den Atem dort ganz lang und tief hin. Und dann lass das einfach wieder ruhen, zur Ruhe kommen. Und bleib noch eine kleine Weile hier. Mit jeder Ausatmung kann das Gewebe dort, wo du die Dehnung spürst, schmelzen, wie warme Schokolade in der Sonne. Zu einem selbstgewählten Zeitpunkt löst die linke Hand und leg sie mal in die linke Hüftbeuge hinein. Genau in diesen Winkel, wo der Oberschenkel ankommt und das Becken losgeht. Der Daumen kann nach vorn zeigen, die Handfläche und die Finger nach außen und hinten. Und dann lass das Gewebe unter deiner Hand ebenfalls mit jeder Ausatmung noch weicher werden und nach außen und unten schmelzen. Sende den Atem dorthin und spür die Wärme und das Gewicht deiner Hand. Verlängere hier noch ein paar Mal entweder die Ein- oder die Ausatmung ganz bewusst. Such dir eins von beiden aus und wenn du magst, mach ein Geräusch mit dieser Atemphase, um sie zu verlängern.
Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt beginne so ein bisschen zu schaukeln von rechts nach links. Schieb dich mal von der rechten, mal von der linken Hand weg. Lauf so in die Mitte, auch hier räkel dich nochmal. Und roll dich dann wieder auf zum Sitzen. In deinem Tempo. Spür mit geschlossenen Augen nach. Nimm wahr, wie der Atem jetzt kommt und geht. Und wenn du magst, lass den Atem dreimal durch die Nase kommen und durch den geöffneten Mund wieder gehen. In deinem Tempo. Und dann leg den anderen Fuß nach vorn, den rechten Fuß, sodass der rechte Fuß weiter von dir weg liegt als der linke. Roll hier auf den Sitzbeinknochen mal ganz langsam nach vorn und wieder nach hinten. Und finde auf den Sitzbeinknochen den Punkt, wo du das Gefühl hast, dich besonders gut in den Boden hinein verankern zu können und in die Länge nach oben zu wachsen, ohne Anstrengung. Und dann schau nach links raus, bring die linke Hand zum Boden, die rechte Hand kann sich Richtung Himmel heben oder überhängen in einem langen Bogen der rechten Seite. Finde die Höhe der Hand, wo sich deine rechte Seite besonders lang und weit anfühlt. Und dann atme dort rein, spür die Dehnung zwischen den Rippen und in der rechten Taille. Verlängere und vertief entweder die Ein- oder die Ausatmung ganz bewusst. Und es kann sein, dass du mit jeder Einatmung spürst, wie die Rippen sich so ein kleines bisschen weiter öffnen. Und dass sie ausatmend sich wieder sanft aufeinander zubewegen. Wenn du magst, kannst du auch Mikrobewegungen mit deiner rechten Schulter erlauben. Die rechte Schulter einfach mal so ein kleines bisschen weiter nach vorn verlagern und dann wieder nach hinten. Als wolltest du den Kopf und beide Schultern an einer gedachten Wand anlehnen. Und wenn du die Schulter verlagerst, beobachte, wie die Dehnung in deiner rechten Seite sich verschiebt. Ein bisschen weiter nach vorn. Bisschen weiter nach hinten. Und dann mit einer der nächsten Ausatmungen bring die rechte Hand auch wieder zum Boden zurück und lauf ungefähr dorthin, wo dein linkes Knie hin zeigt. Wenn du magst, schieb hier dreimal den Boden so ein bisschen weg, als wolltest du ihn wegstemmen mit der Einatmung. Und ausatmend lass die Schultern immer wieder weg von den Ohren schmelzen. Lass alles los. Lass alles weich werden und schmelzen mit der Ausatmung. Entscheide, ob du in diesem sanften Aktivieren und wieder Loslassen bleiben möchtest. Oder lass dich so ganz weich einfach nach unten sinken. Lass dein Gewicht getragen werden, wenn möglich. Kannst du die Stirn auch irgendwo ablegen. Auf dem Knie oder am Boden oder auf den gefalteten Händen. Du kannst aber auch einfach nur alles dort hängen lassen und mit jeder Ausatmung schmelzen die Muskeln dort, wo du die Dehnung spürst. Egal, ob das in der Außenseite vom Po oder Oberschenkel ist, auf der rechten Seite. Oder ob das vielleicht in der rechten Rückenseite stärker spürbar ist. Wo auch immer du die Dehnung gerade wahrnimmst. Atme dort rein. Du siehst hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, deine Stirn abzupolstern mit den Händen. Du kannst dazu aber auch eine Decke oder einen Block nutzen, wenn dir das angenehmer ist. Verlänger noch ein paar Mal entweder die Ein- oder die Ausatmung ganz bewusst.
Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt löst deine rechte Hand und leg sie in die rechte Hüftbeuge hinein. Genau dahin, wo der Oberschenkel ankommt und das Becken losgeht in diesen Winkel hinein. Und dann atme dorthin. Lass den Daumen vorn liegen, die Finger nach außen und unten, das Gewebe entspannen. Atme weiter. Mit jeder Ausatmung wird das Gewebe unter deiner rechten Hand noch weicher, wie schmelzende Schokolade in der Sonne. Verlänge entweder ein- oder ausatmen. Immer wieder. Gern mit einem Geräusch. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt räkel und schaukel dir deinen Weg in die Mitte. Wenn du magst, kannst du mal von der linken, mal von der rechten Hand dich so ein bisschen mehr abschieben. Die Hände dementsprechend breiter aufstellen, so eine sanfte Schaukel- und Räkelbewegung hineinkommen zwischen den Haltungen. Und dann roll dich auf. Und spür nach. Lausch dorthin, wo du gerade die Dehnung gespürt hast. Eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend lass sie wieder vors Herz sinken. Und dann öffne die Augen, bring dein Gewicht nach vorn, finde einen für dich entspannten Weg in den Vierfüßlerstand. Leg gegebenenfalls die Decke zur Seite und stell die Hände genau unter die Schultern und die Knie genau unter die Hüftgelenke. Und dann lass hier den Rücken sich ein bisschen räkeln mit einer Einatmung. Fließt der Scheitel nach vorn, das Steißbein nach hinten. Ausatmend lass die linke Hand unter der rechten durchgleiten. Die linke Schulter und der Kopf können sich am Boden ablegen. Bleib hier ein paar ganz lange, tiefe Atemzüge. Nimm wahr, wo im Rücken du die Auswirkungen deiner Atmung spüren kannst. Wenn du magst, kannst du dem Becken auch erlauben, sich so ganz leicht zu bewegen, zu räkeln nach rechts und links. Schau, wie die Dehnung sich dabei verändert, wenn du so ganz langsam wie in Zeitlupe dem Becken erlaubst, sich zu bewegen. Und find für die Arme immer wieder eine möglichst entspannte Haltung. Eine der nächsten Einatmungen trägt dich dann wieder nach oben zurück in die Mitte. Stell beide Hände nebeneinander auf. Ausatmend lass die rechte Hand unter der linken durchgleiten. Auch hier kannst du die linke Hand entweder stehen lassen oder wenn dir das noch angenehmer erscheint, kannst du den Arm auch ausstrecken nach oben. Und dann verlänge entweder ein- oder ausatmen mit einem Geräusch. Ein Geräusch kann helfen, um dem Luftstrom der Atmung einen Widerstand entgegenzusetzen, den Atem dadurch zu verlängern. Wenn du magst, kannst du auch auf dieser Seite dem Becken erlauben, so ganz langsam sein Gewicht ein bisschen nach rechts und links zu verlagern. Eine der nächsten Einatmungen trägt dich wieder zurück nach oben in den Vierfüßlerstand. Mit einer Einatmung hebt das Brustbein, hebt den Kopf. Und ausatmend lass die Sitzbeinknochen nach hinten und oben ziehen in den herabschauenden Hund. Solltest du noch Socken anhaben und mit den Socken auf der Matte rutschen, ist das ein guter Zeitpunkt, die Socken vorher auszuziehen. Stell dir vor, dein Becken wird gehoben nach hinten und oben. Alles andere kann mitkommen. Und dann räkel dich hier erstmal zurecht, bis du eine angenehme Variation des herabschauenden Hundes gefunden hast.
Das heißt, erlaubt den Knien, sich wirklich weit zu beugen, sodass erstmal eine Länge entstehen kann zwischen den Händen und den Sitzbeinknochen. Räkel vielleicht das Becken so ein bisschen nach rechts und links, beug mal das rechte, mal das linke Knie. Und dann entscheide, wie weit die Knie gebeugt bleiben und atmen deine Variation des Hundes lang und tief hinein. Verlängere entweder ein- oder ausatmen. Wenn du magst, atme geräuschvoll, zum Beispiel durch die Lippen aus, wie durch einen Strohhalm. Wenn dir das Atemverlängern mit der Einatmung sehr viel leichter fällt, kannst du auch die Einatmung dementsprechend verlängern. Die andere Atemphase wird sowieso tiefer, von ganz allein. Schau nochmal, ob dein Kopf wirklich entspannen kann. Sag vielleicht nochmal Ja und Nein, ganz langsam mit dem Kopf. Auch hier kannst du so kleine Mikrobewegungen jederzeit zulassen. Es gibt keine Nichtbewegung in deinem Körper. Der Körper ist ständig in sich in Bewegung, weil du lebst, einen Stoffwechsel hast. Aber auch in jeder Haltung, außer vielleicht in der liegenden Position, bist du ständig am Ausbalancieren und dein Körper verlagert ganz automatisch sein Gewicht nach hier, nach dort. Lass das zu, mach dir das bewusst und erlaub dir das. Dann übertrag das Gewicht auf den linken Fuß und deine Einatmung trägt das rechte Bein mit nach oben Richtung Himmel. Ausatmend leg das Knie nach vorn ab und achte darauf, dass du deine rechte Pobacke, deine rechte Beckenseite irgendwo ablegen kannst, entweder am Boden oder auf der gefalteten Decke. Das Becken darf sich dazu auch gern seitlich so ein bisschen öffnen. Schau, dass dein vorderes Knie sich wohlfühlt und auch das Sprunggelenk. Und dann in deiner Variation der Taube angekommen, richte dich nochmal so ein bisschen auf mit der Einatmung und lauf dann mit den Händen ein Stückchen weiter nach vorn mit der Ausatmung. Schau, auf welcher Höhe sich dein Körper heute wohlfühlt. Schön ist, wenn die Stirn sich hier irgendwo ablegen kann. Vielleicht auf den gefalteten Händen, vielleicht auf einem Block oder einer gefalteten Decke oder dem Boden. Und dann verlänge auch hier deine Lieblingsatemphase, entweder die Ein- oder die Ausatmung. Und wahr, wo du gerade die Dehnung spürst. Sende den Atem genau dorthin. Stell dir vor, wie die Muskelfasern mit der Einatmung auseinandergleiten und mit der Ausatmung noch weicher werden und schmelzen, wie warme Schokolade. Du kannst dann auch mit dem Oberkörper mal so ein kleines bisschen weiter nach rechts rüber laufen, als wolltest du dich um diesen rechten Oberschenkel drum schmiegen. Wenn du schwanger bist, kann es sein, dass du hier ein bisschen weiter oben bleibst, auch wegen des Bauchs. Kann auch sein, dass du dich einfach so ein bisschen seitlich öffnest, um dem Bauch links vom Bein mehr Platz zu geben. Ruschel dich da so zurecht, dass es für dich bequem ist. Finde deine Höhe. Und immer mal wieder kannst du die Richtung des Oberkörpers ein kleines bisschen verändern. Durch diese Langsamkeit wirklich wahrnehmen, wie die Dehnung sich dabei verschiebt und unterschiedliche Bereiche der Muskulatur mitgenommen werden,
in die Dehnung hinein. Komm immer wieder zur Ruhe und vertief und verlängere deinen Atem zwischen den Bewegungen. Und dann such dir eine der nächsten Einatmungen aus. Mit dieser Einatmung lass dich wieder nach oben getragen werden, bring die Hände unter die Schultern, stell den hinteren Fuß auf und ausatmend wird das Becken nach hinten und oben gehoben in den herabschauenden Hund, tritt dazu nach hinten durch. Lass diesen Hund zwischen beiden Seiten sich sanft räkelnd bewegen. Übertrag das Gewicht nach rechts und eine Einatmung trägt das linke Bein nach oben Richtung Himmel. Ein paar Atemzüge, bleib hier. Mit der Ausatmung lass das Knie weicher werden. Und das linke Knie legt sich zwischen den Händen ab. Komm auch hier in deine Variation der Taube. Und achte darauf, dass deine linke Beckenseite sich gut ablegen kann am Boden oder auf der gefalteten Decke. Dein Becken darf sich dazu auch seitlich öffnen. Atme ganz lang und voll dorthin, wo du die Dehnung spürst. Vielleicht in die Außenseite des Beckens. Vielleicht in den Rücken. Mit einer der nächsten Ausatmungen lass deinen Oberkörper weiter nach vorn kommen. Das kann ein kleines Stück sein, das kann auch ganz weit sein. Je nachdem, was sich stimmig anfühlt für deinen Körper. Gerade jetzt, in diesem Moment. Wenn möglich, lass die Stirn irgendwo ruhen. Vielleicht auf den gefalteten Händen oder Armen. Vielleicht am Boden. Oder auf einem Block. Und wo auch immer du gelandet bist, atme ganz lang und voll in die Dehnung hinein. Lass mit jeder Ausatmung die Muskulatur dort schmelzen, wo du die Dehnung wahrnimmst. Wenn du magst, nutz immer wieder ein Geräusch, um deine Lieblingsatemphase zu verlängern. Entweder die Ein- oder die Ausatmung. Die andere Atemphase kann von ganz allein tiefer und länger werden. Mit jedem Atemzug wird das Gewebe dort weicher, wo du die Dehnung spürst. Und wenn du magst, verlagere nochmal deinen Oberkörper ein bisschen weiter nach rechts. Beobachte, wie die Dehnung sich dabei verlagert in andere Bereiche, in andere Muskelschichten hinein. Auch hier verlänge entweder Ein- oder Ausatmung. Und lass mit jeder Ausatmung die Muskulatur schmelzen. Verlagere dein Gewicht. Wenn du magst, noch mal in die andere Richtung. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Dann mit einer der nächsten Einatmungen lauf mit den Händen wieder zurück unter die Schultern, nutze sie, um dich aufzurichten zum Sitzen. Stell den hinteren Fuß auf und eine Ausatmung trägt das Becken nach hinten und oben in den herabschauenden Hund. Lauf hier in aller Ruhe nach vorn. In eine Vorbeuge, Schrittchen für Schrittchen. Beug die Knie und eine Einatmung rollt dich auf Wirbel für Wirbel. Wenn die Schultern angekommen sind, fließen die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, tauch wieder ab nach unten. Solltest du schwanger sein, achte darauf, dass du die Füße ein bisschen breiter aufstellst als sonst, sodass der Bauch Platz hat. Und dann stell die Füße auf jeden Fall etwas weiter auf. Mit einer Ausatmung beug die Knie so weit, dass die Hände zum Boden kommen. Komm in eine tiefe Hocke und von dort finde deinen Weg, dich wieder zu setzen in eine bequeme Sitzhaltung. Gern nutz die Decke, um dich darauf abzulegen mit den Sitzbeinknochen.
Bring die linke Hand auf dein Brustbein, die rechte auf den Bauch. Und verlänge auch hier nochmal deine Atmung. Wenn du magst, kannst du dabei ein Geräusch nutzen. Wahr, wie dein Atem den Abstand zwischen den Händen ein bisschen vergrößert und wieder verkleinert. Spür ganz nach innen, komm ganz bei dir an. Und dann recke die Achse nochmal so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links. Mit einer Einatmung, dass die Arme über die Seite nach oben fließen, räkel dich Richtung Himmel. Und ausatmend sinken die Hände bis auf dein Brustbein, auf dein Herz. Ich danke dir fürs Mitmachen, wünsche dir einen gelösten und entspannten Tag. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du es mit anderen Leuten teilst oder meinen Kanal abonnierst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin!